Servus, du bayerische Obatzler da draußen vor dem PC, Handy, Laptop und TV. Wir spielen Folge 57 von Pokémon Pearl Randomized Version. Schön, dass du dabei sein möchtest, weil nicht diese Aufnahmesession, die haben wir ja schon erlebt. Wir sind gerade im Hauptquartier von Team Galactico und wollen die mal ordentlich aufs Zahnfleisch fühlen. Wir brauchen einen ganz speziellen Schlüssel, vielleicht den K-Schlüssel oder den U-Schlüssel, und deswegen werden wir diesen Teleporter benutzen. Dieser Teleporter bringt uns zu neuen Gefilden. Da schauen die Fernsehen, schau. Guck mal. Hey, was willst du hier? Du hast meine Mittagspause gestört. Du Rotznase. Finger weg von meinem Hamburger. Forscher Ives. Magulta! Magulti! Ich bin ganz was Besonderes. Nö, bist du nicht, als Maul. Ich werde dich mit Steinhagel beerden, obwohl das nichts bringen wird, aber ich mache es einfach, weil ich es kann. Ja. Das ist nicht effektiv, hä? Hm? Imagine, wir haben. Hätte mein Cell gebraucht. Aua. Das ist aber effektiv in dem Fall. Nee, jetzt kommen meine Friends. Oh, verschlepp dich im Reich der Donuts. Dann möchte ich auch mal sein. Ein Magwert als das. Er leckt. Rasarete. Wir werden einsetzen, mein Friseur. Mein Friseur. Freezer, mach's weg. Freezer. Jo. Cooles Pokémon auch. Roserade. Roserade. Komm, wir springen mal mit Kraxel ins Gesicht. Aha. So schaut es aus. Instagram, ne? Interessant. Lorenz, mein Schuh. Bist du eine Nudel? Ja, Crony. Die Rechnung ist beglichen. Darf ich jetzt gehen? Danke. Ha, dann gehen wir hier weiter, Runde. Ah, ja, das Wasser, Vorsicht. Da können wir ausrutschen, nicht wahr, Pachiri? Pachiri. Hey, willst du gar nicht? Team Galactic wird alle Pokémon entfesseln. Und dann, dann werden wir alles beherrschen. Grüßen wahnsinnig, lässt grüßen. Oh, die Matschbombe haben wir hier gefunden. Interessant. Der G-Schlüssel, okay. Jetzt taucht Gitchis auf. Dann kann ich hier aufsperren, oder? Jupp. Dann habe ich eine Abkürzung gemacht, ne? Dann kann ich auch hier meine Pokémon wieder halten. Okay, einmal will ich durchlaufen, weil es so Spaß macht. Okay. Ja, der Grunni hat auch eine sehr verspielte Seite an sich. Und das gut ist. Und seine dämonische Seite ist auch verführerisch gut. Augenlider rausreißen. Mit dem Zahnstocher die Fingernägel auskreuzen. Okay. Beruhige mich ja schon wieder. Oder sollte ich mich jetzt heilen? Sesam, öffne dich. Diese wunderbare Technik. Jetzt habe ich die Frustration gefunden. Okay. Jetzt weiß ich, wir müssen komplett wieder raus. Der Hintereingang ist von uns genügend infiltriert worden. Mit dem Gash-Schlüssel werden wir zum Haupteingang durchbrechen. Ich bin mal gespannt, ob sie uns überhaupt aufhalten wollen. Jetzt bald. Wir machen es einfacher. Wir machen das so. Wir gehen mit Stil. Wir gehen mit Stil. Viel Krone hier da. Nicht ins Wasser treten möchte. Gut. Wir sind hier raus. Und können erstmal heilen gehen.
Puh, das war aber mal wieder was, ja? Wie wir das hier alles machen, gell? Wir rocken hier den Laden ab. Schon geil, ne? Ja, das müssen wir uns gönnen, ne? Der Protagonist ist vielleicht, ja, sag ich mal, vielleicht 14, 15, 16 Jahre alt vielleicht. Weil sie mich ja noch als Kind bezeichnen, vielleicht auch gerade 5 Jahre alt. Und mache das einfach. Mit meinen Pokémon, mit meinem Team, welches wir so hart erarbeitet haben. Und Friede hätte uns alles weggenommen, die Nuss. Kriegt eine Anzeige, ich zeige ich euch. Auf jeden Fall, wir sind jetzt bereit, hier durchzugehen. Jo. Da guckt ihr mal aber, was ich da mache. Schaut mal. Oh, schau mal. Ich bin drinnen. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Texte. Das ist ein Doppelkampf. Den kann ich umgehen. Wollen wir es spannend machen oder wollen wir es nicht spannend machen? Wir machen es spannend. Macht dir die Schleicherei durch unseren Haupteingang Quartier Spaß, Eindringling? Jetzt wirst du jedenfalls ohne Schleicherei herausgebefördert. Och, das ist aber nett. So ein Arschtritt ist was Schönes. Tja, sieh mir in die Augen, kleines Überfall von Galaktikerin. Shinux und Phlegmon. Interessante Wahl, mein Freund. Shinux! Was habt ihr alle für Pokémon? Muss ich schon sagen. Tolle Pokémon auf jeden Fall. Okay, Shinux wird gegönnt mit Steinhagel. Gell? Das ist Steinhagel. Ja, und du, Sally, du machst Schlitzer gegen Phleggy. Somit ist Phlegmon völlig nicht besiegt, aber verletzt. Au! Ich habe eine Verletzung. Ich glaube, Steinhagel trifft beide, oder? Kann es nicht sein? Das wäre jetzt lustig. Auf das arme Shinux. Ja, es trifft beide. Ich habe ihn nicht ganz aufgepasst, aber es ist so. Es kann nicht besser laufen, so, oder? Ha? Was für ein Teamplay. Goldorons best friends forever. Was? Jo, also gut. Puh, scheiße. Ja, wir werden wahrscheinlich total wechseln dürfen. Wir werden mal gegen Freezer wechseln. Ja, und er wird auch wechseln. Wir werden gegen... Ja, Slitzy wird... Wir machen... Puh. Slitzy, komm. Wir müssen austauschen. Kommt zurück, meine Pokémon. Ah, Schlitze. Bedrohe ist schon mal sehr gut. Oh, Palkia. Hey, einer eurer Mitarbeiter hat ein Palkia, ne? Also jetzt mal nur mal so. Ihr braucht gar nicht mehr nach den legendären Pokémon suchen. Da gibt's schon eins, das ihr habt im Team. Das wird lustig. Sandstürme, ja, alles wird besandet sein. Ja gut, also, Palkia ist Wasserdrachentyp. Die Schwest. Es neutralisiert sich etwas, aber ich tue es trotzdem, weil ich mir hoffe, erstmal also Onix loszuwerden. Gut, das war mein Plan. Und dann mit Funkensprung erstmal auf Palkia. Dann schauen wir mal, was rauskommt. Gut, Onix müsste schon mal weg sein. Somit können wir uns wunderbar auf Palkia konzentrieren. Das ist schon cool, ne? Wenn Palkia kommt als Gegner. Und jetzt können wir mal gucken, ob das aufgeht mit meiner Elektrizität. Aquaquelle. Gegen natürlich Freezer. Freezer mag das gar nicht gern. Gar nicht gern. Seht ihr? Ein bisschen Level 45. Das tat weh. Gut. Aber das wirkt ganz gut. Das wirkte nicht schlecht. Und ist auch noch paralysiert. Gut, dann passt es ja doch.
Also von einem normalen Rüpel ist jetzt mein Freezer nicht gestorben, nein. Aber man weiß, man muss schon mal aufpassen, ne? Ein Schlag und tot ist es. Okay, wir machen einfach den Schlitzer, die ist immer gut. Und du machst den Donnerzahn gegen Palkia und das war's dann wahrscheinlich auch schon. Sehr schön. Wow, was für ein geiler Ruf. Ja. Geschafft, ne? Ich bin sehr stolz auf mein Team. Es kann Palkia ohne Mühe davonschleichen. Sehr schön. Gut. Dann machen wir so. Wir wollen da mal wiederbeleben. Somit ist das alles wieder gut. Und dann der Supertrank, dass wir da die Bestände etwas abnehmen. Okay, gut, sehr schön. Dann können wir weitergehen. Ja, hervorragend. Schauen wir mal, was gibt's denn hier vielleicht noch? Hier gibt's zwei Portale. Schauen wir mal noch. Oder Teleporter. Ist da dann vielleicht hier ein Item? Ja, es scheint so. Aber anscheinend nicht hier, ne? Nein, dreh dich richtig? Könnte drüben sein. Na gut. Dann gehen wir mal den unteren. Den unteren Way. What the fuck? Wo bin ich jetzt? Okay. Dann holen wir uns diesen Ball. Na, komm. Oh, ein Top-Beleber mal. Ja, sehr schön. Oh, ganz nice. Oh, bei der Not-Not-Challenge, wenn ich gegen Cyrus oder die anderen kämpfe, ist das dann auch nutzlos. Aber so mal für zwischendurch bestimmt ganz nice. Ja, das habe ich ja hier, ne? Ja. Ja, genau, der guckt fernsehniger TV. Oh, ich brauche Ablenkung. Du wirst unsere Forschung nicht sabotieren. Mit das Team Galactic werden wir alles geben. Ja, schön. Ich wünschte, ich hätte immer noch Erdbeben. Wir versuchen jetzt mal mit Steinhagel. Entschuldigung. Ich muss was trinken. Das lief ziemlich gut. Gamerup, du bist sowas um am Ende. Die Eruptionsattacke von dem Pokémon ist gut. Hat was. Vor. Wie hat der geheißen? Na, er ist auf jeden Fall besiegt. Vollner oder sowas. Tiffer. Pokémon Kämpfe Trainer. Guten Tag. Ich hoffe, alle hatten seit der letzten Sendung gute Kämpfe. Nun, es ist aber Zeit für das Kampfstudio. Hier erhaltet ihr tiefgehende Analysen über all die heißblütigen Trainer dort draußen. Und schon geht es weiter mit der Show. Kampf ab! Wir unterbrechen unser Programm für eine Einmeldung während eines Aufenthalts nahe bei Route 205 fand Kronik das versteckte Item Gegengift. Über die angewandte Methodik wurde bisher noch keine Angaben gemacht. Augenzeuge berichten, dass Kronik keinerlei Aufsehen erregen wollte. Weitere Stimmen sprechen davon, dass Kronik regelmäßig die Gegend um sich herum absuchte, um sicher zu gehen, nicht entdeckt zu werden. Und damit beenden wir die Einmeldung. Das habt ihr nicht gehört, ne? Oh, ich kann pennen gehen. Darf ich schlafen? Pariere ich so. Auf geht's. Schlafrunde. Pariere. Oh, ist das cool hier. So. Jo, dann geht's hier hoch. Dann ist ja alles wieder gut. Ich würde gerne ein anderes Team vorlegen. Tausch. Und Pflanzentyp. Komm. Ist doch die beste Kombination, oder? Pflanze und Electro. Come on, baby.
Eindringling. Oh, hallo, kleiner Trainer. Du bist beim Team Galactic schon eine Berühmtheit. Wer dich außer Gefecht setzt, bekommt eine Beförderung. Yeah! Ich war auch im Fernseher. Du warst im Fernseher drinnen? Wie hast du das gemacht? Da reingeklettert. Ich wurde hineingezaugt. Hineingezogen, mein Freund. Ja, ich weiß schon. Aber das läuft ja eigentlich ganz gut so. Also. Ja gut. Wir machen erstmal mit Bedrohung ist super, ne? Bedrohung ist so super. Vermindere schon mal den Angriff. Also, mein lieber Slitzy macht ein Enteron-Frikassee draus. Und du Body Slamst. Eigentlich wollte ich es ganz anders machen. Du machst Fliegen gegen Porygon 2. Ich wollte es ganz anders machen, aber macht überhaupt nichts. So läuft der Hase auch im Kreis verkehrt. Hui, verkehrt! Diese Mucke, ne? Magnetflug. Das heißt, du kannst jetzt erschweben, gell? Ja, servus. Ach, jeder. Prübel haben dann einen Palkia, einen Arceus bei. Boy, es ist so schön, dich dabei zu haben. Wir machen Ladevorgang. Jo, gegen mich. Erdkräfte nicht so schön. Was überleben wir noch? Hoffe ich zumindest. Das ist halt sehr effektiv. Ladevorgang. Wie beim Super Saiyajin. Ja. Fliegen erstmal mal. Schauen wir mal, vielleicht wäre Porygon schon mal aus dem Rennen, was ich nicht glaube. Gott sei Dank hat jetzt halt Porygon 2 nicht gegen mein Slitzy agiert. So, du kriegst erst mal eine Heilung ab. Jo. Slitzy wird geheilt? Wunderbar. Tolli. Slitzy TV regeneriert Kraftpunkte. Das war so bei Pokémon Stadium so geil. Okay, Arceus. Oh nein. Der schreit mir durch die ganze Map hier durch. Das ist Wahnsinn. Wir müssen unbedingt Arceus loswerden. Und der macht Genesung. Das wird ein langer, harter Kampf wieder. So. Nein. Ich weiß jetzt nicht, welcher Attacke war besser. Donnerzahn. Nein, Flu bringt vielleicht gleich gar nichts, weil er hat ja Erdanziehung. Dann bringt mir diese Attacke auch nicht mehr viel. Ich bin mal gespannt. Ich habe mich jetzt aufgeladen. Komm, bis sie gehen. Body Slam, komm, wir müssen Gott wieder töten. Zum dritten Mal in diesem Let's Play. Nein! Genesung. Mein Porygon 2 erholt sich jetzt. Schön! Das ist gut. Das reicht ja. Okay, dann machen wir Knirsche gegen Porygon 2. Und du machst Body Slam gegen Arceus. Erdkräfte. Bum, bam, bam. Bam, 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 bam. Das Lizzy mag das gar nicht gern. Bei Vegeta ist es wirkungslos. Soweit. Aber es ging auch nicht gegen mich. Ach so. Das hat ihn jetzt nicht umgebracht, okay. Aber dafür ist Gott erledigt. Den Kampf mache ich jetzt noch. Schön, sehr schön, wow. Ampelleuchte wieder gegen mein schönes Tropius. Das ist gemein. Krass.
Mhm, na gut. Jo, du machst nur mit Dönerzeug gegen Böriger, du machst mit Zauberblatt gegen Gnogor. So einfach ist das austaxiert. Schaffen wir das doch alles noch gut. Komm, das machen so weg. Ja! Porygon 2 endlich weg. Und Gnogor müsste jetzt eigentlich auch besiegt sein. Ach, schwere Wurst, hä? Sag ich euch. Mal so gegen Arceus und Palkia hier kämpfen, ne? Spannende Kämpfe, sage ich euch. Dann müsst ihr nur noch ein Pokémon haben. Dieses Traumpärchen. Ja. Ludruzel. Ja, wunderbar. Pflanze Wasser. Wir machen mal Donnerzahn und wir machen mal... Oh, nicht Beutel. Nein, nein. Auch Zauberblatt. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Aber 2 gegen 1 ist ja natürlich ganz gemein. Das hat er nicht mal überlebt. Haha. Das war ja auch nur in der ersten Entwicklungsform. Ja, und hier bedanke ich mich dann wieder fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei seid. Es geht weiter mit der Infiltrierung. Ich werde mich nur kurz ausruhen und dann geht's weiter. Also, bye.